Hi, da seid ihr ja schon. Ihr habt ja schon gelernt, dass es hier im LBZ in Elchim konventionelle und ökologische Ferkel- und Schweinehaltung gibt. Wir sind hier in einem konventionellen Ferkelaufzuchtstall und Fachleute nennen das hier, wo wir sind, Flat Deck. Hier kommen die kleinen Ferkel hin nach 3 bis 4 Wochen, die sie mit ihrer Mutter in dem Abferkelabteil verbracht haben. Hier wachsen die dann weiter. Sie sind jetzt ja schon ein bisschen größer und bleiben hier 6 bis 7 Wochen, um kräftig zuzulegen und vor allen Dingen ein starkes Immunsystem aufzubauen, um gesund zu bleiben und weiter wachsen zu können. Wenn die Ferkel hier hinkommen, sind sie schon etwa 7 bis 8 Kilo schwer. Die Ferkel sollen möglichst schnell an Gewicht zulegen. Daher bekommen sie ein optimal abgestimmtes Futter. Im Durchschnitt nehmen sie so 450 bis 500 Gramm am Tag zu. Um unnötigen Stress zu vermeiden, werden sie ganz langsam an ihr neues Zuhause und ihre neuen Mitbewohner gewöhnt. Oft bleiben die Ferkel erst einmal mit ihren Geschwistern zusammen, die sie ja schon kennen. Damit sich die jungen Tiere gut entwickeln und nicht krank werden, sollte es zu Beginn der Aufzucht schön mollig warm sein. Wenn die Ferkel älter werden, dann kann die Temperatur langsam verringert werden. Am Ende der Ferkelaufzucht werden die Schweine nochmal gruppenweise vom Landwirt gewogen. Wenn sie im Schnitt so etwa 30 Kilo wiegen, dann werden sie in den Maststall gebracht. Nach ihrer Zeit im Flat Deck kommen die Schweine in so einen Maststall hier. Hier bleiben sie etwa 100 bis 110 Tage und dann haben sie ein Gewicht von 120 bis 130 Kilo. Und das ist das Gewicht, bei dem die Schweine hier geschlachtet werden können. Der Landwirt muss also weiter gut aufpassen, dass die Schweine gesund bleiben, dass sie kräftig wachsen und dass es ihnen gut geht. Damit sich die Schweine wohlfühlen, gibt es in jeder Bucht verschiedene Bereiche für die Tiere. Besonders wichtig ist der Aktivitätsbereich. Dort bringt der Landwirt Seile und Jutesäcke zum Spielen an. So wird den Schweinen im Stall nicht langweilig und sie fangen nicht an, sich gegenseitig zu ärgern oder sogar zu beißen. Zusätzlich gibt es häufig noch bewegliche Holzklötze oder Wühltürme, die der Landwirt immer wieder mit Strohhäcksel oder Heu auffüllt. Wenn sie vom Wühlen und Spielen müde werden, können sie sich im Ruhebereich ausruhen und schlafen. Und wer Hunger hat, geht einfach in den Fressbereich. Das Futter der Schweine, das besteht zum Beispiel aus Getreide und Soja oder Rapsrot und Erbsen. Das ist hier drin. Ich zeige euch mal, wie das ungefähr aussieht. Diese braunen Körner sind das. Und im Laufe der Zeit wird das Futter immer ganz genau an den Nährstoffbedarf der Schweine angepasst während der Mast. Die Mastschweine sollen schließlich jeden Tag so etwa 1 Kilo Gewicht zunehmen, damit sie am Ende viel Fleisch auf den Teller bringen. Am Trog oder an einem Futterautomaten können die Schweine sich ihre Fressrationen abholen. Das macht natürlich auch durstig. Deshalb bekommen sie aus verschiedenen Tränken jederzeit Wasser. Boah, also in so einem Schweinestall, da riecht es auch ganz schön streng. Damit die Tiere aber gesund und fit bleiben, muss die Luft immer frisch und sauber sein, ist ja klar. Und deswegen gibt es hier extra ein Abluftsystem, das dafür sorgt, dass die dreckige und schmutzige Luft wieder nach draußen geleitet wird. Ja, und die Luft, die wird aber extra noch gereinigt vorher. Die geht nicht einfach so raus, damit zum Beispiel keine klimaschädlichen Gase wie Ammoniak in die Umwelt gelangen. Gleichzeitig gibt es hier im LBZ Elchim auch Schweineställe, die keine aufwendige Lüftung und Heizung haben. Das sind die Ställe mit den ökologisch gehaltenen Schweinen. Sie haben jederzeit Zugang zu einem Auslauf nach draußen und der Boden ist mit Stroh ausgelegt. Drinnen ist es im Stall immer ungefähr so warm oder kalt wie draußen. Der Landwirt nennt ihn deshalb auch Kaltstall. Der Ruhebereich für die Ferkel liegt unter einer großen Abdeckung. Hier können sie sich aneinander kuscheln. Zusätzlich wird der Bereich durch einen Heizstrahler aufgewärmt. Das ist vor allem in der kalten Jahreszeit für die jungen Schweine wichtig, damit sie nicht frieren. Auch in der ökologischen Haltung bringt der Landwirt die Ferkel in den Maststall in eine Gruppenbucht, wenn sie so ungefähr 30 Kilo schwer sind. In der Mast bekommen die Schweine ein Futter, das aus ökologischem und möglichst regionalem Anbau stammt. Das bedeutet, dass das Getreide ohne künstlichen Dünger und chemische Pflanzenschutzmittel wächst und aus der Umgebung kommt. Dadurch ist das Ökofutter aber auch sehr viel teurer.
Noch dazu müssen die Schweine mehr davon fressen. Sie verbrauchen nämlich mehr Energie, weil sie in der größeren Bucht mehr Bewegungsfreiheit haben und der Stall unbeheizt ist. Am Ende der Mastzeit, wenn die Schweine so etwa 6 Monate alt sind, überprüft der Landwirt, ob sie für die Schlachtung schon genug auf die Waage bringen. Der wiegt 107, 108 Kilogramm. Ina, ja. Guck mal hier. Ja. Der ist noch ein bisschen leicht. Okay. Den müssen wir noch eine Woche oder 14 Tage lassen. Diese Schweine müssen noch ein bisschen wachsen, bevor sie von einem Viehtransporter abgeholt und zum Schlachter gebracht werden. Danach müssen die Abteile noch gut ausgefegt und gereinigt werden, damit auch die nächsten Mastschweine in einen sauberen Stall einziehen können. Das ist ja echt beeindruckend, oder? In nur einem halben Jahr wachsen die Schweine so schnell heran, dass sie 120 bis 130 Kilo wiegen und dann geschlachtet werden können. Und dann wird aus dem Fleisch all das, was wir später kaufen können beim Fleischer oder im Supermarkt. Zum Beispiel Wurst, Schinken, Bratwurst, Kotelett, Schnitzel. All die Sachen, die ihr kennt und die eben vom Schwein stammen. Und damit verabschiede ich mich von euch und hoffe, ihr hattet Spaß hier bei unserem Rundgang auf dem Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem. Und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann wieder. Bis dahin. Ciao.